Nee, lass es, wenn du durch den Wasserfall gehst. Ah, dann geht's noch weiter. Ja, dann. Na, jetzt war nicht so viel. Alter! Ah. Verschreckung, Schloss. Ich hau jetzt einfach hoch. Wird er es schaffen, ist es unbekannt, ob vielleicht nur wieder eine Truhe befindet. Ich verhause schon mal. Kann dir nicht schaden. Das erste Vieh, was aus der Truhe kam, ist nicht mehr so. Ich glaube ja. Okay, wir sind jetzt fertig. Tja, wir können einfach nicht widerstehen, zu looten und zu leveln. Das muss drin in so einem Spiel. Auch mit mieser Grafik und schlechter Story für mich noch ein guter Deal. Boah, war das schlecht abgekauft. Das ist richtig. Hat was hey! Hat das gut gemacht. Ja, das wollen wir auch noch nicht. Ich weiß schon nicht mehr. Was gibt's denn? Leck doch die alte Sau an. Ich weiß nicht. Vielleicht möchte die Sau das nicht. Guck mal, Licht! Jetzt kommen wir hier nicht mehr hoch. Der kam da auch nicht her. Doch. Ist noch runtergesprungen. Aber nicht so weit runter. Vorne links. Freundchen. Wölmer, Fetten. Weiter. Gut, dass wir uns einig sind. Ey, ganz ehrlich, dieses verdammten Wasserfüller. Ach, ernsthaft. Alter. Versuchst du mal unter einem Wasserfall zu verwahren oder anzumachen? Schaff dir einfach Taschenlampe an, ja. Was ist denn hier los? Hier ist ja alles. Du hast eine Wand vor Deckel. Das ist da. Boah, wo müssen wir? Rechts. Das ist das. So. Das Kreuz. Lassen die Gegner wieder. Ey, wo ist die verdammte Tür? Hallo? Ist noch? Ich weiß nicht. Scheint noch. So, ich mache jetzt einfach mal das und gucke währenddessen auf die Karte. Also tust du ja gar nichts. Links, oben. Hier ist eine Tür. Ja, aber die Tür links unten da. Das ist doch was Rotes. Siehst du das? Was ist denn rot? Da? Das? In diesem Gang, noch ein Stück weit unten. Das? Du warst schon richtig an dem Zippel da, links. Das? Da ist was Rotes, ein roter Punkt. Das ist einfach nur eine rote Markierung. Bist du sicher? Ja, bestimmt. Es gibt wohl hier nur eine Tür. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Es muss doch mindestens zwei geben. Wir sind doch irgendwo her. Ich würde sagen, wir machen einfach die noch dann auch besser. Okay, das war's. Hier sind wir lang gegangen, da kam der Oger. Das kam der lang. Und zum Glück ist die Laterne noch. Ja, das war die große Echse, die 2000 Kg gegeben hat. Und dann kam danach. Ist das ein Muttervieh, die da an der Seite? Das ist möglich, ja. Das Gefühl, dir vergeht die Lust. Was mit der Laterne? Ja, ich weiß nicht. Ey, wir sind ja auch aufgestiegen.
So, hier kam dann der Roger und so weiter. Also sind wir wirklich, wir sind hier lang gelaufen und kamen von noch weiter oben. Weißt du, warte mal kurz, möchtest du nicht, ach nee, du willst ja zum Ruheplatz. Du willst ja nicht vollstellen, dass du einen Liftstein nimmst. Naja, ich meine, den Liftstein müssen wir sowieso früher oder später benutzen, weil wir ja zurück wollen. Aber sind wir hier runtergefallen? Passiert dann nicht mehr in der Episode, oder? Stimmt. Ach, wie dumm das jetzt ist. Geht's nochmal hier durch? Würde ich nicht machen, weiß ich. Nee, das ist echt nichts mehr. Hier ist dann bloß noch diese Truhe gewesen. Und da kamen wir auch nicht her, weil die Gegner hier haben wir erst bekämpft, nachdem wir zurückgekommen sind. Wir könnten höchstens nochmal, würde ich dir vielleicht empfehlen, zu der Tür, die einzige Tür, die es hier gibt. Hm. Ich guck nur ganz schnell, ob das... Ja. Okay, dann machen wir das mit dem Schrein oder Grab, wie hieß es? Ruheplatz des Kriegers. Der Schrein vergeblicher Wahrheiten. Ganz kurz gucken, ob Drache da ist. Klar, immer mal. Nee. Nope. Ah, hier. Hätte ich nicht verstanden, Flug benutzen. Das wird nicht funktionieren. Nee. Kann man den jetzt benehmen? Nee. Ach, du meinst gleich nach ganz sauber zurück. Mhm. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Mhm. Jetzt kann man dieses Finstergammzeug, was wir gefunden haben, wieder entzaubern lassen. Okay, das machen wir noch. Das kann sauber, das sparen wir euch dann. Das machen wir dann off camera. Und ist auch besser so, weil wir beschäftigen uns einfach. Ja, und wir laufen dann zu dem Händler einfach und von dem aus dann wieder rein. Genau. Erst zum Ruheplatz und dann nach das, was nach dem Auto kam. Und neue Quests gibt's. It is slow work, but I've been endeavoring to remember more about myself. It seems I too was one link to the world by fate. In my questing, I came to this place, yet the will of some other entity took hold of me and bound me here. The words I spoke begging your aid were not mine, but theirs.
beyond that is still a haze. Aha. Fünf. Was? Arme. Ja, mach halt. Ja. Keine Sorge. Haben wir unsere abgründiges Auge-Quest? Ja, haben wir automatisch. Vielleicht sind Garme diese großen Eber, beziehungsweise Waage, was auch immer. Wirklich? The truth remains that nach den Eber sah es nun wirklich nicht aus. Ja, und Hawaii ist schon klar. Haben wir so viel? Ja, sicher. Ach, da oben. Verringert den Ausdauer auch beim Rennen. Sehr gut. Sehr gut. The truth remains that if I am to save him, I need your help, Arisen. Um ihn zu retten, benötige ich eure Hilfe, Erwächter. Ja, vielleicht soll ich ihn retten. If there is aught I can do, nee, das machen wir dann auch, wenn wir Kransoren sind. Achso, natürlich, wir müssen jetzt mit der reisen, ne? What am I meant? The truth remains that if I am to save... Sir! I would take you there now, if that is what you desire. Obwohl, für euch ist es ein schöner Abschluss, wenn wir hier oben sind. Dann seht ihr nicht nochmal das hässliche Kaskades, dieses helle, leuchtende... Wir sind jetzt dunkel. Finster und tief. Und dunk. Und deep. Down. Tief drin. Wir sind sehr tief in drin. Finstergarn. Noch bald. Na gut, egal. Das denke ich. Gott, oh Gott. Heute nur schlechte Witze, wa? Im laufenden Band. Gott, oh Gott. Wie war das mit dem Gras? Dann nicht. So, Zusammenfassung. Also kurz die Abschlussworte. Abschlussworte. Das war schön, ne? Das Auge ist ein sehr schöner Kampf. Nach einem langsamen Beginn wurde es stimmt. 3-0. Wurde es zum Augenschmaus? Okay, der war gut. Drei neue Gegnertypen, dieses Wargvieh, dann den schwarzen Ogre, also den komischen Ogre. Und der Augenschmaus. Also ist wirklich, der Wortwitz ist so gut. Das Auge kann essen und für euch ist auch ein Augenschmaus. Und, ne? Danke. Finde ich cool. Und auf jeden Fall kann ich zustimmen mit der Innovation beim Bosskampf. Ja, das auf jeden Fall. Also das finde ich auch wirklich richtig positiv, dass er daran mal gedacht hat. Dass nicht immer nur draufhauen. Ja, und dass der Boss in dem Fall auch verschiedene Phasen hat, die man benötigt oder die der Boss hat, wo er Angriffe kalkuliert auch und ausrastet. Es war auch nicht nur das zum Schluss. Der hat auch, bis man das rausbekommen hat, dass er sich mit seinen Tentakeln selber erwischen kann. Ja. Beziehungsweise so Zufall. Aber es ist ja. Egal. Es ist egal. Wir haben es rausgefunden. Das System dahinter ist es ja... Das stimmt. Ich meine, es ist eine Option gewesen, wie man ihn besiegen konnte. Wenn wir den Ruheplatz vom Krieger gemacht haben, nur schon für die nächste Folge vorausgreifend, würdest du dann lieber weitergehen? Oder nochmal gucken, ob der Drache da ist. Weil der ist ja nicht weit weg gewesen. Von dem Riesen. Das war ja noch nicht richtig drinne, nach mit dem Schlüssel der Leere. Das war ja noch in einer der Außenkammern. Ja, das war oben, ne? Ich glaube. Oder irgendwo auf jeden Fall einer anderen Tür, genau. Aber warum willst du gucken, ob da der Drache ist? Ja, weil der ja wegen dem Riesenkadaver angelockt wurde. Ach, der ist so bestimmt nicht mehr. Das wäre auch ziemlich komisch. Meinst du, der kommt? Ah, gut, okay. Jedenfalls hat das Auge kein nichts angelockt. Das Auge hat kein Kadaver angelockt, ja. Ja, vor allem kann das Auge auch kein Kadaver werden. Was soll denn da? Na gut, diese ganze Schleimhaut drumherum. Ja, eigentlich, die Zähne sind eigentlich ist es Steinhaut, keine Schleimhaut gewesen. Bisschen, genau. Ja. Nett. Es war eklig, der Gegner, meine ich. Gut, wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Ich habe ziemlich Spaß gehabt. Nach 4 Wochen und so, ne? Ja, hat es dir denn auch gefallen, Olli? Oder war es nicht so? Ja doch, also in den kommenden 4 Wochen werden wir es ja dann wieder nicht spielen. Meinst du? Und dann, wenn das dann so weitergeht, sind wir in 2 Jahren fertig. Mit der Erweiterung. Mit der Erweiterung. Und das heißt dann schon einiges. Ich aber denke, ihr merkt davon eh nichts. Mehr ist nicht zu sagen. Ich gehe jetzt Olli motivieren. Okay. Vielleicht mit einer... Wie wär's, wenn ich jetzt gehe? Vielleicht mit einem Song. Aber dann off camera.